Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Wir befinden uns immer noch hier in der Ruine Nornal, werden diese aber gleich verlassen, weil wir ja nach Braville gehen sollen und einen neuen Kollegen umbringen sollen auf der Mordliste. Hier werden wir wieder draußen, das Spiel wird automatisch gespeichert, das kennen wir. Braville ist da unten. Ab zum Stadttor. Der hübschen Stadt Braville. Irgendwie ist das Haus in Braville, das man sich kaufen kann, trotzdem mein Lieblingshaus, weil es das erste war, das ich mir gekauft habe, einfach deswegen. Und der Typ ist gerade draußen. Er greift mich an. Ich habe kein Kopfgeld. Vielen Dank. Wache, hilf mir. Wache. Wache. Hallo. Ich werde angegriffen. Ja, der hilft mir natürlich nicht. Aber wir dürfen trotzdem nicht schuld sein. Zumindest hoffe ich das. Wo ist er? Ja. Ihr werdet mich nie besiegen. Da hinten. Hast du dich wegteleportiert oder was? Da warst du ja vorher noch ganz woanders. Tut euer Schlimmstes. Der hat einen coolen Bogen. Aber wir sind halt kein Bogenschütze, aber für einen Bogenschützen sicher ein Paradies, dieser Bogen. Weil der, glaube ich, auch immer die Zauberkraft wechselt, wie es aussieht. Euer Blut, irgendwas zu Eis, als sich ein Schatten nähert. Er starrt zu Eis wahrscheinlich. Ungelim ist tot. Wir müssen unsere Belohnung und den nächsten Auftragübergabepunkt im Fass direkt hinter der Arena in der Stadt ein Bild abholen. Nein, nein. Ich komme zu spät. Ich dachte, ich käme noch zur rechten Zeit. Dachte, ich könnte euch aufhalten. Aesitis, was habt ihr getan? Seid ihr umnachtet? Ihr habt mich verraten. Ihr habt die dunkle Bruderschaft verraten. Warum? Ich bin hier, um eurem armseligen Leben ein Ende zu bereiten. Doch ich sehe Verwirrung in euren Augen. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Ja, da hast du recht. Den ersten Cash-Auftrag habt ihr erledigt und Celadane getötet. Anschließend tötetet ihr die Familie Draconis, ganz wie es euer Auftrag war. Und dann Verrat. Eure Übergabepunkte wurden nicht besucht, eure Ziele ignoriert. Stattdessen habt ihr die Mitglieder der Schwarzen Hand einen nach dem anderen getötet. Jigasta, Chalets, Al-Waluwani, Avilstein Reifblut, jeder ein Redner oder Ruhigsteller und Ungolim, der Zuhörer selbst. Die überlebenden Angehörigen der Schwarzen Hand wissen, dass euch keine Schuld trifft, denn ihr habt nur Anordnungen befolgt. Sie glauben, ich wäre der Verräter. Ich gehöre euren Befehlen, spreche, lasst mich raten, habt ihr einen Plan? Irgendwie tauschte der Verräter eure Befehle aus und schickte euch zu den falschen Übergabepunkten. Man hat uns beide getäuscht, Freund. Wir müssen herausfinden, wer hinter diesem Verrat steckt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Schwarze Hand jagt mich pausenlos. Sie wollen meinen Tod. Ihr geht wie folgt vor. Begebt euch zum nächsten Übergabepunkt, versteckt euch dort und konfrontiert denjenigen, der den falschen Auftrag hinterlässt. Enthüllt die Identität des eigentlichen Verräters und kommt danach zu mir. Ich tauche so lange unter. Festung Faragut ist nicht mehr sicher. Sie wird von der Schwarzen Hand beobachtet. Ich warte am Hof Apfelwacht auf euch, dort, wo ihr die alte Frau der Draconis-Sippe getötet habt. Der Hof sollte verlassen und sicher sein. Geht nun, möge Sitis uns allen beistehen. Die Untertitel waren gerade total falsch. Geht jetzt. Nein! Das war saublöd. Ich werde das mal für euch rausschneiden. Bis gleich.
So, hier bin ich wieder. Der Lucien ist gerade abgehaut. Er ist immer noch tot, aber diesmal woanders. Ich hoffe, wir haben kein Kopfgeld. Und er hat diesmal wieder automatisch nach dem Gespräch hingehaut. Ich bin zum Glück noch rechtzeitig nach hinten gegangen, was auch immer das für ein Bug ist. Wahrscheinlich, weil wir gerade im Schwingen waren, bevor er uns angesprochen hat, weil er ja so plötzlich kommt. Ich schätze, dass es so war, ansonsten ist es ein Bug. Ja, das haben wir gehört. In der Nähe des Fasses hinter der Anvil-Arena warten und schauen, wer zur Einrichtung dieses vorgetäuschten Übergabepunktes kommt. Nach Anvil. Die Arena in Anvil, was auch immer damit gemeint ist. In Anvil gibt es keine Arena. Die gibt es nur in der Kaiserstadt. Aber vielleicht ist das ein Ortsteil, der so heißt. Guten Morgen. Gibt ja auch Berlin Tempelhof, obwohl dort meines Wissens kein Tempel steht, aber ich könnte mich eines Besseren belehren. Ich war in meinem Leben erst einmal in Berlin und da nicht in Tempelhof. Und das war im Januar. Da ist noch nichts drin. Warten wir eine Zeit lang. Auf jeden Fall einmal sichern. Wo überschreiben. Natürlich hier. Man kennt das Prozedere. Ein bisschen weiter weg. Hocken wir uns hier hin. Warten wir eine Stunde. Da ist er. Hallo, mein Freund. Was tust du da? Es tut mir leid, ich führte nichts Böses im Schilde. Es war der Mann in der Robe, er hat mich dafür bezahlt, diese Dinger in das Fass zu stecken. Seinen Namen kenne ich nicht und sein Gesicht konnte ich im Schatten nicht sehen. Er sprach mich gestern an, als ich am Leuchtturm vorbeiging. Ich glaube, er wohnt dort. Oder wohnte jedenfalls früher dort. Er sagte mir, er wolle Anvil verlassen. Tut mir leid, aber mehr weiß ich nicht. Ja, liebes Kind, man redet nicht mit Fremden, schon gar nicht, wenn man sie nicht erkennen kann. Und dann erledigt man schon gar keine Arbeit für sie. Erzähl mir von diesem Leuchtturm, Lügner, sagen alles oder stirbt. Nein, bitte, der Leuchtturm, direkt vor der Stadtmauer. Ich glaube, der Mann in der Robe wohnt dort, im Keller. Ich weiß nicht, was da unten vor sich geht. Aber durch die Tür dort kommt ein fürchterlicher Gestank. Als wäre dort drinnen etwas gestorben. Hey, mehr weiß ich nicht, ehrlich. Vielleicht kann euch Ulfgar Nebelauge mehr sagen. Er ist der Leuchtturmwärter und vermutlich hat er den Keller vermietet. Redet mit Ulfgar, er hat bestimmt einen Schlüssel zum Keller. Ihr wisst schon, falls ihr dort hinunter möchtet. Bitte lasst mich jetzt gehen. Jo, zieh von dannen. Lasst mich einfach allein, in Ordnung. Ich will keine Schwierigkeiten. Das klingt aber sehr aggressiv, junger Mann. Hast du noch eine Krone? Nein, aber trotzdem tun wir dir nichts. Auch wenn du so aggressiv bist. Scheint ja noch ein kleiner Junge zu sein. Oder zumindest einen jungen Mann darzustellen. Einen jungen Elfenmann. Ulfgar Nibelauges Haus. Das ist hier oben. Ich hoffe, der Ulfgar ist zu Hause. Ein schöner nordischer Name, Ulfgar. Ja, schön unter Anführungszeichen. Der ist hier oben am Leuchtturm. Aber da geht's wahrscheinlich raus. Nein, da geht's nicht raus. Ich glaube, der Stadtteil heißt ja auch Anvil Leuchtturm. Diese Insel, wo der draufsteht. Ist ein Bezirk wahrscheinlich, ein extra Bezirk in diesem Kaff. Der Leuchtturm. Jetzt ist er nicht mehr da, oder was? Der Ulfgar. Wir können die anzünden, aber untertags, wo es auch nicht wirklich nebelig ist, bringt das nichts. Denn ein blinder Seefahrer sieht das auch nicht, egal ob Tag oder Nacht ist. Wo ist er denn, der Ulfgar? Die Goldküste. Ist er bei der Goldküste, der Ulfgar?
Ach so, wir müssen wahrscheinlich zuerst diese... Ach nein, jetzt ist der Ulfgar an wieder in der Stadt. Nein, dann warten wir auf jeden Fall. Der geht da herum in der Stadt, der Ulfgar. Dann warten wir nochmal. Hoffentlich ist er dann schon zurück. Nein. Schlafen tut er hier auf jeden Fall. Nachts muss er ja arbeiten. Warten wir nochmal. Exakt, jetzt ist er in seinem Haus. Hat ihn gar nicht gewundert, dass wir da einfach rumstehen und warten. Wie? Holla! Was habt ihr hier zu suchen? Wir wollen den Schlüssel zum Vorratskeller. Ja. Hallo, das Spiel ist abgestürzt. Ich freue mich. Wir sind jetzt wieder hier bei Ulfgar. Wie geht es und euch? Wir werden jetzt ihn wieder ansprechen. Hallo. Holla! Wir wollen den Schlüssel zum Vorratskeller, sagen wir nochmal. Ach, wirklich? Und warum sollte ich es euch geben? Weiß nicht, schlitze ich euch eure Kehle auf. Die dunkle Bruderschaft verlangt es. Die dunkle Bruderschaft? In Ordnung, in Ordnung. Hier ist der Schlüssel. Aber tut mir bitte nichts. Ich werde auch kein Wort verraten. Ehrenwort. Wenn ihr hier seid, um den Kerl im Keller umzubringen, dann... Gut, ich werde keine Wachen und nichts alarmieren. Er macht unnatürliche Dinge da unten. Ich habe die Schreie gehört und der Geruch. Ich hätte diesen Keller nie vermieten dürfen. Niemals. Tja, im Nachhinein ist man oft klüger. Seht, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, ein bisschen Angst hat er vor der dunklen Bruderschaft. Schlüssel zum Keller, das Leuchtungssonne Wiel erlangt. Kellertür aufschließen und uns nach unten begeben, um die Nachforschungen fortzuführen. Das ist das normale Haus. Der Keller ist hier unten. Der Cellar. Unmöglich. Natürlich nicht mit Schlüssel. Zutritt zum Keller des Leuchtturms verschafft. Hinweise auf Identität oder Motive des Verräters durchsuchen. Ein toter Hund. Lecker. Ein Schaf? Ja gut, ein Schaf geht ja noch eher als ein Hund. Das kann man immerhin essen. Kampfmusik. Und ein Hundeschatten, der durch die Tür geht. Realistic. Haben wir volle Leben, ja. Macht Spaß, ein totes Schaf durch die Gegend zu hauen. Hui. 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 Unbekanntes Opfer, ein weibliches Opfer, was auch immer der mit der gemacht hat, ich möchte es gar nicht wissen. Scheint ein bisschen nekrophil zu sein, der Herr. Mit den ganzen Leichen hier. So, den Raum hier haben wir jetzt schon mal analysiert, da war nichts Besonderes. Wir haben keine Dietriche, irgendwo muss ja doch ein Schlüssel sein. Ansonsten brauchen wir einen Dietrich. Irgendwo ein Dietrich oder irgendwas. Ein Herr der dunklen Bruderschaft kann doch ruhig einen Dietrich lagern. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Das wäre vollkommen in Ordnung. Ein Reparaturhammer. Noch ein Reparaturhammer, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber einen Dietrich als einen Reparaturhammer. Aber nee, den gibt es nicht, den Dietrich. Das ist blöd. Dann heißt's ab hinaus und irgendwann einen Dietrich finden. Wo gibt's einen Dietrich? Dietriche. Da, wo es Banditen gibt. Und wo gibt es Banditen? Genau, bei Ruinen. Haben wir... Das war noch im letzten... War das noch im letzten Part oder in dem hier? Das war, glaube ich, in dem hier. Überschreiben wir es einfach.
Und ich weiß, dass es hier bei Wilverwind Banditen gab und da wird wohl einer oder zwei einen Dietrich haben. Werden wir den ein bisschen killen, die sollten ja wieder gespawnt sein. Exakt. Da draußen stehen ja ein paar. Hallo Kollegas. Wieder ein Kätzchen. Wieder mit Fäustlingen. Süß. Ja, schieß. Tot. Kein Dietrich. Ein Dietrich. Ein Dietrich müsste reichen, sonst probieren wir es halt so oft, bis wir es beim ersten Mal schaffen. Da ist ein Trank. Gut, dann wieder ab zum Leuchtturm in Anvil. Und wie gesagt, probieren wir es so lange, bis wir es schaffen. Ich werde davor auf jeden Fall speichern. Irgendwann müsste das dann doch klappen. Ist ärgerlich, wenn man alle Dietriche verschwendet hat. Man hört sogar Fliegen. Man sieht aber keine. Sichern. Zack, zack, zack. Automatischer Versuch wird nichts werden bei unseren niedrigen Schloss-Knack-Skills. Probieren wir es nochmal. Alle guten Dinge sind drei, ansonsten probieren wir es händisch. Beim dritten Mal geschafft. Stimmt das Sprichwort wohl doch? Tollwütiger Hund. Ja, bei der Umgebung würde ich auch tollwütig werden. Aha, das Geschlecht war ihm scheinbar egal. Tintenfass, Käse, Käse. Tagebuch eines Verräters. Das dürfte ganz interessant sein. Es ist schon recht, Mutter. Es ist beinahe vorbei. Ich bin nahe dran, ganz nahe. Wie lange haben wir uns abgemüht? Bla bla bla. Halt, Otschewa ist da gestanden. Jetzt ist egal. Jedenfalls, irgendwas war da mit Otschewa, wo wir da eifersüchtig sein müssen. Ich hoffe nicht. Wir haben des Verräters Tagebuch entdeckt. Er ist seit Jahren in der dunklen Bruderschaft und jetzt ist er Mitglied der Schwarzen Hand. Sein Ziel ist Rache gegen Lucien Lachance und alle Bruderschaftsmitglieder für den Mord an seiner Mutter in seiner Kindheit. Und er plant tatsächlich, die Mutter der Nacht umzubringen. Wir müssen sofort zu Lucien Lachance auf der Apfelwachtfarm zurückkehren, um ihm diese Information zu vermitteln. Zu schwer belastet, das Buch wiegt doch sehr viel. Bücher sind allgemein sehr schwere Kost. Oder viele Bücher zumindest. Felix Bücher oder so jetzt nicht unbedingt. Warum nehme ich immer so viel von diesem Kack-Rattenfleisch mit? Das bringt so gut wie nichts. Ah, hübsch. Hat seine Mama lieb gehabt. Hoffentlich nicht so wie diese zwei Typen hier. Hatte hier ein Bett gehabt eigentlich? Nein. Doch, hier. Das gehört jemandem. Ja klar, er lebt noch. Ich frage mich, ob der manchmal hierher zurückkehrt. Ich weiß es aber gerade ehrlich gesagt nicht. Und ich würde sagen, zur Apfelwachtfarm. Zur Apfelwachtfarm begeben wir uns dann im nächsten Part. Die ist bekannterweise hier oben. Wenn euch interessiert, was da so passiert, was der Lucien dazu sagen wird oder nicht dazu sagen wird, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß mit deinen Videos. Ciao.